Und sind diese Flitterwochen möglicherweise schon vorbei? Das wollen wir mit der zuständigen Sozialministerin gleich hier im Studio klären. Zuvor berichten Helga Lazar und Katja Winkler, worum es in der aktuellen Debatte um das neue Arbeitslosengeld überhaupt geht, was dahinter steckt und warum die Verunsicherung unter den Betroffenen, vor allem älteren Langzeitarbeitslosen, wie jenen von Herrn Bolster, den Sie gleich sehen werden, nach dem Aussetzen der Aktion 20.000 so groß ist. Wolfgang Bolster ist 55. Vor 5 Jahren musste die Firma, für die er gearbeitet hat, zusperren. Seither ist er arbeitslos. Mehr als 200 Bewerbungen hat er allein im vergangenen Jahr geschrieben. Einladung zu einem Bewerbungsgespräch gab es keine. Doch dann endlich. Zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir ein Telefonat gehabt. Herr Bolster, Sie sind unser Kandidat. Wir freuen uns, dass Sie mit ersten, zweiten bei uns anfangen können. Super Erlebnis für mich, hurra, Aktion 20.000, total toll. Es gibt mir eine neue Perspektive, es gibt mir einen neuen Auftrieb. Der Silvester vergeht, 3.1., ich habe ein Telefonat. Herr Bolster, es tut uns leid, wir müssen unsere telefonische Zusage auf Eis stellen. Wieso? Ja, wegen der neuen Regierung, wir wissen nicht genau, wie es weitergeht, was da jetzt da los ist, aber wir melden uns. Auch Frau O. hat sich schon Hoffnungen gemacht. Sie wäre für die Aktion 20.000 vorgesehen gewesen. Bis Mitte Juni 2019 hätte sie einen befristeten Arbeitsplatz bekommen. Es hat mir fast den Boden unter den Füßen weggezogen, wie ich dann am 1. Jänner die Nachricht im Fernsehen gesehen habe, dass jetzt die Aktion 20.000 ausgesetzt ist. Das heißt nämlich für mich, um einen Tag kann ich an dieser Aktion nicht teilnehmen. Und das, obwohl ich schon eine Möglichkeit gehabt hätte, eine Stelle antreten zu können. Während unseres Interviews ändert sich die Lage plötzlich. Aber ich habe eine sehr gute Nachricht für Sie. Sie ist jetzt doch noch in die Aktion gerutscht, weil ihre Bewerbung noch vor Weihnachten eingegangen ist. Sie kriegen den Job und Sie können, ich habe mit dem Arbeitgeber schon gesprochen, morgen anfangen, 9 Uhr. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Ja, gut. Ein Moment. So sieht es aus, wenn Menschen eine Arbeit finden. Frau O. hatte Glück, sie ist wohl eine der Letzten, die noch von dieser Aktion profitieren. Denn für Arbeitslose hat die Regierung neue Pläne. Im Koalitionsabkommen ist nur ganz allgemein von einer Arbeitslosenversicherung neu zu lesen. Nicht aber von der Maßnahme, die die Regierung überraschend am 1. Jänner veröffentlicht. Mit Rundlaufbeschluss setzt sie der von der Vorgängerregierung beschlossenen Aktion 20.000 ein rasches Ende. Unterschiedliche Schwerpunkte deuten sich da schon an. In einer Aussendung vom 1. Jänner 15.46 Uhr heißt es, dass die Aktion 20.000 redimensioniert werde und nur mehr Anträge genehmigt würden, die bis 31.12. eingelangt sind. Sozialministerin Hartinger-Klein schickt 55 Minuten später eine eigene Aussendung nach und betont, die Aktion würde nur ausgesetzt und evaluiert. Soll das andeuten, dass eine Fortsetzung der Aktion 20.000 doch noch möglich wäre? Der Spielraum wäre gering, denn der Rundlaufbeschluss der Regierung sperrt das Geld dafür. Wörtlich heißt es dort, für die Aktion 20.000 sei die Ausgabenobergrenze so anzupassen, dass nur Anträge, die bis 31.12. genehmigt oder in Arbeit befindlich waren, behandelt werden. Die Arbeiterkammer kritisiert, die Aktion 20.000 sei vor allem aus politischen Gründen nicht mehr erwünscht, als wichtiges Projekt der vorherigen Regierung. Wenn man es jetzt von der sachlichen Seite her sieht, hätte es keinen Anlass gegeben, die Aktion 20.000 zu sistieren. Die Aktion Plus 20.000 hat als Zielgruppe Langzeitarbeitslose über 50-Jährige. Wir wissen, dass ungefähr knappe 50% dieser Zielgruppe massive gesundheitliche Beeinträchtigungen hat. Wir wissen, dass die Vermittlung von solchen Menschen auf Arbeitsplätze de facto nicht möglich ist. Also hier diesen Menschen die Möglichkeit zu nehmen, 2-3 Jahre in einer Gebietskörperschaft sinnvoll zu arbeiten und damit wieder Status und einfach Arbeit zu haben am Ende einer Erwerbskarriere, das ist nach wie vor notwendig. Wir sehen hier auch kein Absinken der Zahl dieser Personen, außer über die Wirkungen der Aktion Plus 20.000.
Über die Aktion 20.000 hat auch Frau Pfeifers-Batschek eine neue Stelle gefunden. Die 52-Jährige arbeitet jetzt bei Exit Sozial, einer psychosozialen Beratungsstelle in Linz, am Empfang. Davor hat die gelernte Speditionskauffrau 2 Jahre vergeblich einen Job gesucht. Die Vorstellung, dass ich endlich wieder arbeiten gehen darf und sich mein Leben wieder verändert, die war schon horrend. Eben weil die Arbeitslosigkeit einfach so viel, es birgt irrsinnig viel Schlimmes, ja. Nicht nur Einsamkeit, sondern, wie soll ich das sagen, man wird ein bisschen verächtlich angeschaut und es kann sich keiner so richtig vorstellen, dass das so schwer ist, dass man Arbeit findet. Es ist eh nicht so schwer, wenn man etwas jünger ist. In dem Moment, wo der Fünfer vorsteht, wird es schon etwas schwieriger, etwas sehr schwieriger. Die Regierung will anscheinend den Druck auf Arbeitslose erhöhen. Geplant sind längere Anfahrtszeiten. Entgelt und Berufsschutz könnten fallen. Ich finde, man sitzt hier in einem Irrtum auf. Wir haben immer noch 350.000 bis 400.000 Arbeitslose und ungefähr 40.000 offene Stellen. Also das geht sich rein mathematisch nicht aus. Alleine auf Druck, mit Druck auf Arbeitssuchende und mit der Unterstellung, die Menschen wollen gar nicht arbeiten, sie zu zwingen, Arbeit anzunehmen, da muss es sie geben. So, schauen wir mal, was zu ist. Irgendetwas arbeiten, so wie die Sicherheitspartner im Burgenland. Seit Oktober 2016 sorgen 20 dieser Sicherheitspartner für mehr Sicherheitsempfinden bei der Bevölkerung. Einige von ihnen sind über 50 und waren lange arbeitslos. Wenn Sie jetzt quasi da keine Arbeit gefunden hätten, wie würde es dann für Sie im Jobmarkt ausschauen? Nicht gut, sicher nicht gut. Ich meine, ich lerne den Beruf Zimmerer mit dem Alter. Ich würde sowas auch nichts mehr nennen. Und das andere, ich war zwar als Maschinenführer tätig, nicht? Aber wenn du gesundheitlich eingeschränkt bist, geht nicht jede Arbeit. Nicht? Und das ist halt ein Problem dann. Nicht? Weil wenn du jetzt so anfängst zum Arbeiten nicht? Und du hast dann schon in der ersten Zeit Probleme, dann ist es nicht gut. Nicht? Und deshalb sowas ist es immer ideal. Also, diese Arbeit ist einfach super, wirklich. Bis Herbst kommt das Geld für das Prestigeprojekt des FPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreters Johann Schürz noch aus dem Landesbudget. Dann allerdings muss eine neue Finanzierung her. Ursprünglich wollte Schürz die fehlenden Mittel über die Aktion 20.000 aufbringen, doch die wird ja abgeschafft. Er hofft jetzt auf eine andere Geldquelle und bemüht sich sehr, Verständnis für die Ministerin zu zeigen. Das 20.000er-Projekt ist ja nur auf 1,5 Jahre angelegt. Das heißt, man hat schnell irgendetwas gemacht, das ja weitblickend ja keinen Sinn macht, wenn ich sage, dann hört es wieder auf. Das heißt, da muss man jetzt insgesamt schauen, wie lange soll das dann so weitergehen oder nicht. Oder man kann nicht sagen, jetzt machen wir irgendein Projekt, super, hurra, wir geben jedem ein Geld und der beschäftigt jemanden und dann ist vorbei. Das ist absolut nicht nachvollziehbar und deshalb nochmal, deshalb wirklich eine Gratulation der Frau Minister für den Mut, den sie hat, das muss man wirklich sagen. Und es werden dann andere Projekte kommen, wo die Bevölkerung erkennen kann, aha, da steckt jetzt wirklich Kraft dahinter, das ist ein Langzeitprojekt mit Weitblick, da kann man sich dann wohlfühlen. Sein Koalitionskollege Norbert Darabosch, Soziallandesrat der SPÖ, versucht mit den Sozialreferenten der Länder die Aktion 20.000 doch noch zu retten. Es gibt sehr viele Vereine, die Menschen aufnehmen würden und aufgenommen haben in dem Pilotprojekt, das jetzt in Oberwart beispielsweise im Burgenland etabliert worden ist. Und man hat auch schon die Signale gehabt, dass die Menschen auch weiter beschäftigt werden, die jetzt in dieser Aktion auch zum Zug gekommen sind. Wenn jemand länger als ein Jahr arbeitslos ist, bekommt er bislang Notstandshilfe. Die soll es aber in Zukunft nicht mehr geben. Somit würden viele Langzeitarbeitslose in die Mindestsicherung fallen und der Staat könnte auf ihr Vermögen zugreifen. Hartz IV heißt das in Deutschland. Und bei uns? Wenn jemand Vermögen hat und nicht arbeiten geht, dann kann es nicht die Aufgabe der Allgemeinheit sein, ihn zu erhalten. Es wird keinen Zugriff auf Vermögen geben, niemals. Nein. Die Notstandshilfe wird es in der derzeitigen Form nicht mehr geben. Herr Polster ist schon seit mehreren Jahren in der Warteschleife beim AMS und bezieht Notstandshilfe. Er fürchtet in Zukunft noch mehr Einschränkungen. Wenn die das wirklich so kappen, komme ich vom Notstand in die Mindestsicherung.
Ja, das bedeutet nichts anderes als Krisenzeiten.